In diesem Video möchte ich dir gerne noch mal was zu der Wichtigkeit von Rendite in deiner Altersvorsorge erklären. Die meisten Menschen kennen ihre Rendite in ihren Verträgen überhaupt nicht. Und ich möchte dir gerne in dem Video erklären, warum das so ein fataler Fehler ist und warum Rendite für dich so unheimlich wichtig ist. Mein Name ist David Happe und ich bin seit über 11 Jahren Experte für das Thema Finanzen, Altersvorsorge, Geldanlage und Vermögensaufbau. Durch meine Kenntnisse bin ich in der Lage, diverse Finanzprodukte, die es draußen am Markt gibt, mathematisch zu bewerten und weiß daher ganz genau, wie Finanzprodukte aufgebaut sind und wo bei den meisten Produkten eigentlich der Haken ist, warum die sich letztendlich für den Kunden meistens überhaupt nicht lohnen. Und in dem Video will ich dir was zu der Rendite sagen. Also erstmal grundsätzlich. Rendite, sprich der Wachstum deines Geldes, ist unbedingt erforderlich, weil wenn du Geld von dir abgibst und irgendwo investierst, dann machst du das ja nicht aus Langeweile, sondern du tust das ja mit dem Ziel, dass das Geld dort, wo es sich befindet, vermehren soll, damit du irgendwann später auf mehr Geld, als du halt eben investiert hast, zugreifen kannst. Sonst würde sich das Ganze ja nicht lohnen. Du verstehst also, du brauchst unbedingt Rendite. Wie viel Rendite braucht man jetzt? Mal wirklich losgelöst vom Finanzprodukt. Wir haben eine Inflation von 2% ungefähr im Durchschnitt auf längere Sicht pro Jahr. Das heißt, du solltest auf jeden Fall dafür sorgen, dass du mindestens mal die Inflation ausgleichst, sprich 2% Rendite pro Jahr in deinen Geldanlagen abholst. So, jetzt denkst du vielleicht an deine eine tolle Geldanlage, die sich so super gut entwickelt. Das ist natürlich schön, aber unterm Strich geht es ja darum, dass du auf dein gesamtes Geld, was du von dir gibst und investierst, insgesamt 2% mindestens abholst. Deswegen solltest du dich nicht selber vergaukeln, indem du dir nur deinen einen besten Vertrag herauspickst und dir vielleicht sagst, dass ich ja die 2% oder du die 2% an diesem Vertrag schlägst und erreichst, sondern es geht darum, dass dein gesamtes Geld, was du investierst, mindestens mal 2% erreichen sollte. So, deswegen sei an der Stelle ehrlich zu dir selber und führ dir mal alle deine Anlagen, die du hast, vor Augen und guck insgesamt, wie die Rendite aussieht. Und da gebe ich dir jetzt mal ein paar Impulse mit. Wir machen das ja hier täglich, dass Menschen auf uns zukommen, die Verträge haben, wo sie nicht mehr den Durchblick haben, wo sie nicht mehr wissen, was wo eigentlich genau Sinn macht. Und wir listen dann immer in einer Checkliste für Geldanlagen jeden einzelnen Vertrag auf und gucken dann dort, wie ist die Rendite denn bisher gewesen bei dem Vertrag. So, bei Verträgen, die jetzt kürzlich erst abgeschlossen sind, sind natürlich am Anfang die Abschlusskosten noch in dem Vertrag drin und die sind in der Regel relativ hoch, sodass Verträge, die erst kurz laufen, natürlich oftmals noch im Minus sind und dort die Rendite, die man bisher erreicht hat, nicht wirklich ausschlaggebend oder ja repräsentativ für die nächsten kommenden Jahre ist. Trotzdem, um auch bei solchen kurz laufenden Verträgen ein Gefühl dafür zu bekommen, ob die sich lohnen, gibt es eine ganz einfache Herangehensweise, wie man das rauskriegt. Und zwar muss man sich als erstes angucken, wo geht eigentlich das Geld hin, was du in diesen Vertrag einzahlst. Sprich, wo, in welche Anlageklasse wird das Geld dort investiert. Dann guckt man sich an, welche Renditeerwartung hat denn diese Anlageklasse auf längere Sicht vor Kosten und vor Steuern. Und daraus ergibt sich eine gewisse zu erwartende Rendite. Und von dieser zu erwartenden Rendite, die man dann mal annimmt, zieht man dann sämtliche offene und versteckte Kosten und sonstige Faktoren, die diese Rendite reduzieren, wiederum ab. Und dann ergibt sich eine realistische zu erwartende Kundenrendite. So, und die sollte natürlich über 2% liegen im Schnitt pro Jahr. Nach unseren Recherchen bei Verträgen, die noch nicht lange laufen, und da haben wir mittlerweile Tausende geprüft, stellen wir leider immer wieder fest, dass aufgrund eines ungünstigen Gebührenmodells, nenne ich es mal, viele dieser Verträge, wenn sie auf lange Sicht durchgehalten werden, das ist immer die Voraussetzung, nur ein Potenzial haben von 2, vielleicht 3%. Das heißt, viele Verträge kratzen so gerade über der Inflationsmarke und das natürlich vorausgesetzt, dass sie halt auch wirklich jahrzehntelang bespart und nicht geändert werden. Das ist in der Praxis leider selten der Fall, weil die meisten Leute alle paar Jahre ihre Verträge ändern, was natürlich nicht sinnvoll ist, weil dann kommen sie nie mal in diesen Zustand, dass sie mal wenigstens diese 2, 3% abholen. Das andere sind Verträge, die seit vielen Jahren laufen. Vielleicht hast du auch solche Verträge, wo schon einiges an Geld eingespart ist, eingezahlt worden ist und vielleicht auch einiges drin ist. Und die Beiträge, die dort reingeflossen sind, sind halt oftmals, wenn sie über viele Jahre eingezahlt worden sind, nicht so leicht nachzurechnen. Da gibt es vielleicht Dynamiken, die den Beitrag jedes Jahr leicht erhöhen. Vielleicht ist die Dynamik auch mal ausgesetzt worden. Vielleicht gab es auch mal eine Entnahme oder mal eine Zuzahlung oder auch mal eine Weile lang, wo der Vertrag pausiert ist. Also es ist gar nicht so leicht herauszurechnen, wie viel habe ich denn jetzt eigentlich wirklich eingezahlt. Man kann das durch einen Anruf beim Anbieter, beim Versicherer oder bei der Bank
erfragen, dass man mal rauskriegt, wie viel habe ich denn eingezahlt. Und dann ist es ganz interessant, wenn man mal guckt, wie viel ist denn jetzt drin? Wie hoch ist denn der aktuelle Vertragswert oder auch der Rückkaufswert? Und diese Zahlen legt man mal nebeneinander. Das machen wir regelmäßig bei Verträgen, die halt schon länger laufen, von 10 Jahren zum Beispiel oder noch länger. Und dann stellen wir sehr oft fest, leider, dass das Geld, das Guthaben, was im Vertrag drin ist, weniger ist als das, was eingezahlt worden ist. Das heißt, wir haben hier Verträge von Menschen, die seit vielen Jahren ihr Geld gutgläubig investieren, in der Hoffnung, dass sie hier halt entsprechend sinnvoll Rendite auch abholen auf ihr Geld und stellen dann immer wieder fest, dass nach über 10 Jahren immer noch nicht das eingezahlte Geld im Vertrag drin ist. So. Und das liegt natürlich an verschiedenen Faktoren. Ein sehr großer Faktor sind natürlich die Vertragskosten oder auch die Fondskosten. Oder auch letztendlich, dass die Fonds, die gewählt worden sind, halt einfach kaum Rendite abwerfen. Und das sind dann Gründe, wo man eigentlich kein Mathematikgenie sein muss, wo man feststellt, wenn nach 10 Jahren oder mehr noch nicht mal das eingesetzte Geld wieder drin ist, da reden wir von Rendite im Negativen. Also wenn ich den Leuten das vorrechne, den Kunden, dann ist das nicht selten, dass da eine Rendite pro Jahr von -3%, -5%, manchmal -10% pro Jahr an Rendite in einem Vertrag ist. Und wenn ich die Leute vorher frage, wie sie ihren Vertrag empfinden, höre ich oft, dass sie zufrieden sind, dass alles gut ist. Und wenn wir das dann nachrechnen, dann fallen die mal aus allen Wolken. Und ich frage dann auch nochmal, wonach machst du denn deine Zufriedenheit bitte fest? Du hast ja hier wirklich jedes Jahr ein Minus. Ja, und dann realisieren die Leute das erste Mal, wenn wir das mal im Dreisatz den ausrechnen, und das ist nicht schwer, dass hier letztendlich jedes Jahr Geld verbrannt wird. So, und das ist natürlich die natürliche Reaktion. Warum ist das so? Kann man das ändern? Was sollen wir machen? Und da setzen wir dann an und zeigen dann, wo man letztendlich ansetzen muss, dass das Ganze sich ins Positive entwickelt. Dass man auf lange Sicht hier natürlich eine Positivrendite auch wirklich abholt, weil, wie anfangs erklärt, das müssen wir auch. Weil sonst schaffen wir es nämlich nicht, nur durch unsere Ersparnisse ist es nicht möglich, hinten raus im Rentenalter genug Geld zu haben, damit wir dann finanziell klarkommen. Und das ist letztendlich so wichtig, dass wir uns halt damit auseinandersetzen und das nicht einfach nur abheften und als zu kompliziert und wird schon irgendwie gut gehen abstempeln, sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen und wir müssen uns den Vertrag und die Verträge, die wir alle haben, immer wieder mal angucken und mal wirklich den Status quo aufnehmen und dann eben Entscheidungen treffen, wie man das Ganze verbessert, wenn es eben wirklich auch solche Minusrenditen bei dir sind. Und das ist halt leider bei den allermeisten Fällen, die wir hier prüfen, immer wieder der Fall. So, das heißt, ich fordere dich auf, setz dich mal hin, nimm dir eine Liste, schreib dir mal jeden Vertrag auf. Schreib dir auf, wo der ist, warum hast du den gemacht, bei welchem Anbieter, was zahlst du da aktuell ein, wie viel hast du insgesamt eingezahlt, setz dich zur Not mit dem Anbieter auseinander, erfrage das. Und dann guck mal in der letzten Wertentwicklung, was für ein Vertragsguthaben hast du. So, und dann hast du die Zahlen und dann gibt es tolle Rechner im Internet, womit man einigermaßen die Rendite nachberechnen kann und gucken kann, wie die aussieht. So, wenn du natürlich siehst, du hast 20.000 eingezahlt und da sind 17.000 drin und das Ganze läuft schon 10 Jahre, hast du 3.000 Euro Verlust. Also da kann man die Rendite noch berechnen, aber irgendwo siehst du es ja schwarz auf weiß, da ist ein Verlust und das ist auf jeden Fall dann ein Punkt, wo du Handlungsbedarf hast. Mach mal eine solche Liste für jeden deiner Verträge und dann guck dir mal an, was du da siehst und wie das bei dir aussieht, über alle deine Verträge. Rechne mal alles zusammen und guck dir deine Gesamtrendite an. Deine Gesamtsumme, die du eingezahlt hast, deine gesamten Guthaben. Und wenn du da im Minus bist oder nur marginal im Plus bist und ganz, ganz wenig Rendite bisher eingesammelt hast durch deine Finanzentscheidungen, die du bisher getroffen hast, dann hast du Handlungsbedarf. Und wenn du willst, dass ich dir helfen soll bei so einer Liste, dass wir einfach mal zusammen alles auflisten, dann kannst du dich bei uns melden, einen kostenlosen Termin mit uns vereinbaren unter www.tappeconsulting.de. Ich werde hier unten den Termin auch nochmal, beziehungsweise den Link unten in die Beschreibung reinpacken. Da kannst du ein kostenloses Beratungsgespräch buchen und dann gucken wir uns an, wie bei dir die Situation aussieht. Mit all deinen Verträgen schaffen eine Übersicht und allein die Liste, das verspreche ich dir, wird dir schon Aha-Effekte bringen. Also du wirst schon aus der Liste heraus eine hohe Zufriedenheit empfinden, weil du endlich mal eine Übersicht hast von den ganzen Zetteln, Ordnern und Verträgen, die sich über die Jahre angesammelt haben. So, und daraus können wir dann sehen, besteht Handlungsbedarf? Das sage ich dir dann auch im Termin ganz klar und direkt. Und ich sage dir auch, wie und wo ich ansetze und formuliere dir auch eine Lösung und beziehungsweise einen Betrag, den wir es schaffen, durch ein paar Umstellungen mehr rauszuholen. So, deswegen melde dich zu dem kostenlosen Termin. Du hast im Grunde genommen nichts zu verlieren. Wir wollen nur deine Liste einmal, deine Übersicht einmal erstellen
und dein maximaler Gewinn dabei ist, dass du Klarheit hast und dass du entweder siehst und hörst, dass alles super ist, dann machst du genauso weiter, oder du siehst, dass du ganz dringend den Handlungsbedarf hast und dann helfen wir dir weiter. Also ich freue mich auf dich, dein David Happe.